So, grüße euch, Paraguay Live. Und wie immer, herzliche sonnige Grüße aus unserem Neubaugebiet. So, dahinter seht ihr das schöne Einfamilienhaus mit 100 Quadratmeter. Und da zeige ich euch einige Details. Bleibt dran! So, da haben wir, da sieht man schon Teile des Zaunes hier. Es wird noch sauber gemacht. So, da die schöne Aussicht. Da wird weiter der Zaun gemacht. Und da arbeiten die Jungs noch an der Fassade. Und dahinter rechts sieht ihr schon Kincho, also den Grillbereich. So, hier dreht man den Zaunbereich von der anderen Seite, also praktisch von außen. Dahinter das Walmdach-Bungalow. Und da wird weiter an dem Zaun gearbeitet. So, da kann man auch also gegen das Licht ist etwas schlechter, aber man kann es auf jeden Fall sehen, wenn die Jungs hier schön am Ausbessern sind. So, hier kann man die Fassade schon zeigen. So, also man kann es auf jeden Fall in die Top-Qualität sehen. Ich sage mal einfach von den Wänden. Dann wieder die Holzverarbeitung, die wird noch. Der Dachstuhl wird noch extra entbehandelt. So sehen die Sachen bei uns aus. So, dann ist also das Sichtmauerwerk hier über der Türe. Es werden noch die Endarbeiten vorgenommen. Da kommen natürlich die Fenster und Türen rein. So, also einfach kommentarlos kann man lassen, weil das also wirklich eine Top-Arbeit ist. Also wie gesagt, ich schätze, wir brauchen noch zwei, drei Wochen. Da wird das Haus komplett fertiggestellt. Also hier nochmal die Qualität des Mauerwerks. So, da kann man die Rückseite sehen, ist der Zaun nicht fertig. Da wird eine andere Form des Zaunes gemacht hier. Und hier hinten, was ihr seht, da machen die Jungs noch so einen kleinen Anbau. So wird das Dach verlängert und hinten ist ein Abstellraum und Gäste-WC. So, hier sieht man auch die eine andere Art des Zaunes vorne. So. Und hier hinten könnt ihr weitere Ausbesserungsarbeiten sehen. Plus hier rechts seht ihr den Eingangsbereich zum Gäste-WC. Jetzt gegen die Sonne möchte ich dann nicht unbedingt drehen. So, also ihr habt eigene Details gesehen hinten an dem Haus. Wie gesagt, es sind 4 Zimmer inklusive Wohn-Ess-Bereich. Bad, ein Gäste-WC, Abstellraum. Das Ganze wird ja umgezäunt. Die Art des Zaunes könnt ihr natürlich auch wählen. Inklusive Grundstück von knappen 900 Quadratmeter. Dann haben sich die Kunden auch gewünscht, den Kincho, also Grillbereich. Den werde ich euch später auch im Detail zeigen. Und auch ein Swimmingpool, 4 Meter auf 8 Meter. Also ungefähr
plus natürlich noch die Gehwege. Also das Haus wird wirklich schlüsselfertig übergeben und die Kunden, die werden sicherlich in spätestens 3 Wochen einziehen. Da zeige ich euch auf jeden Fall die Details von diesem Haus, wo alles fertig ist. Also da könnt ihr im Prinzip in dieser Serie alles exakt genau sehen und verfolgen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und es hat euch etwas gebracht. Falls ihr Haus sucht, ungefähr 100 Quadratmeter oder auch mehr, gerne anrufen, die Telefonnummer und die Kontaktdaten gebe ich euch natürlich unten. Ruf mich einfach an, dann können wir über die Details sprechen, als auch über Preise. Der ungefähre Preis gebe ich euch in den Kommentaren unten, was alles zusammen bzw. auch einzeln kostet, dass das ungefähr klarkommt. Also, wie gesagt, Likes nach oben, wenn ihr Interesse habt an einem schlüsselfertigen Haus, also Typ so wie in Deutschland, schätze ich, so Bauträger. Ja, also ihr kauft das Grundstück bzw. Bauherrenmodell, wie auch immer. Man kann 2 Sachen anbieten und ihr bezieht das schlüsselfertige Haus. Also, Likes nach oben, bleibt gesund, teilt das Video bitte nicht vergessen, das ist ja auch mal wichtig. Und ganz, ganz liebe sonnige Grüße aus, wie man sieht, dem sonnigen Paraguay. Wir sehen uns im nächsten Video und danke für eure Anfragen. Es kamen sehr, sehr viele. Ich werde mich in den nächsten Videos dazu äußern. Mach's gut, danke, ciao, ciao.